großer Flop für die Autoindustrie. Ja, richtig, die Autoindustrie. Der Chip-Riese Intel hat sein Werk vorerst auf Eis gelegt in Magdeburg. Und ganz ehrlich, Leute, das ist gut, das ist richtig gut. Da freue ich mich sogar darauf, dass die Arbeitsplätze nicht nach Magdeburg kommen. Denn 10 Milliarden Euro wollten wir ihnen hinterherwerfen. Christian Lindner sucht schon seine 10 Milliarden für das nächste Haushaltsloch. Leute, es ist völliger Wahnsinn. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr habt es sicher schon gehört. Das hochkomplexe, hochmoderne Chipwerk von Intel, was sie nach Magdeburg bauen wollten, es kommt jetzt doch nicht oder es kommt jetzt ein bisschen anders. Oh, wer hätte das nur voraussehen können? Jeder, wirklich jeder, der sich mal die Gedanken gemacht hat, ob er eine Intel-Aktie kaufen möchte oder verkaufen möchte. Ich habe meine 2022 alle restlos verkauft und sage, Intel ist mit Abstand einer der schlechtesten Chip-Produzenten aktuell weltweit. Aber worum geht es jetzt im Einzelnen? Es geht um die Ansiedlung einer Chipfabrik der Firma Intel in Magdeburg. 10 Milliarden Euro wollte sich der Steuerzahler diese Ansiedlung hier kosten lassen. Dort werden hauptsächlich 16 bis 30 Nanometer große Chips für die Automobilindustrie gebaut. Nachdem es dazu viel Kritik gegeben hat, hat man sich jetzt hinreißen lassen und der Produktionschef von Intel hat gesagt, der kleinste Chip der Welt, der 1,5 Nanometer Chip, ich muss schon lachen, kommt gleich, der 1,5 Nanometer große Chip soll in Magdeburg gebaut werden. Der weltweit kleinste Chip aus der modernsten Produktionsstätte, dann aus Deutschland. Wow, da haben sie aber ein schönes Werbeprospekt zusammengezimmert. Und jeder, wirklich jeder, der bis drei zählen kann bei den Chipfirmen und sich das Ganze immer ein bisschen anschaut, hätte feststellen können, dass Intel hier die Regierung leimen will und die Regierung selbst verständlich voll drauf reingefallen ist. Intel ist ein Chipfertiger mit über 100.000 Angestellten weltweit. Sie fertigen vor allem ihre eigenen Chips, sollen jetzt aber auch zum Auftragsfertiger werden und für andere Firmen Chips machen. Der große Spatenstich, der war schon, es gibt schon die Baugenehmigung in Magdeburg, da stehen schon Bagger. Und bis 2028 wollte man jetzt die Produktion anwerfen. Das Ganze ist jetzt gecancelt, auf Eis gelegt, wie sie sagen. Ich sage euch, sie werden dieses Werk niemals bauen. Niemals, niemals, niemals. Hier, Habeck sagte damals, die Entscheidung von Intel zeige, der Standort Deutschland ist hochattraktiv. Ja, mit 10 Milliarden Euro Steuersubventionen hinten im Hintern, dann ist Deutschland attraktiv. Ohne ist Deutschland einfach eine völlige Wüste, ist völliger Wahnsinn. Und die Leute, die das alle immer nicht glauben wollen, Leute, ich habe mal außer meiner Schlosserausbildung ein paar Semester Informatik studiert. Und damit wir uns alle mal hier, also die Smartphones, ja, hier die Prozessoren, das ist das, was jetzt interessant ist. Nehmen wir das Telefon, was erst am Freitag von Apple verkauft wird, das iPhone 16. Das hat einen A18-Chip drin, der auf 3 Nanometer gefertigt wurde. Ja? Also noch doppelt so groß wie das, was Intel hier in 4 Jahren machen möchte. Dabei ist Intel alles, aber keine Qualitätsfirma. Intel ist pleite, wie wir jetzt gesehen haben. Intel hatte wirtschaftliche Probleme schon zu Beginn dieser Ansiedlung. Vielleicht hat ja Christian Lindner darauf spekuliert, dass die 10 Milliarden niemals bezahlt werden müssen, wenn Intel das gar nicht schafft. Und jetzt sagen sie alle, oh, ein großer Rückschlag für Deutschland. Und ich sage, es ist gut so, dass Firmen, die wirtschaftlich nicht tragfähig sind, hier sich nicht ansiedeln, auch hier keine Steuerförderung kriegen. Nein, warum? Wir haben die letzten 50 Jahre unsere gesamten Chips aus Fernost gekauft. Was spricht dagegen, das in der Zukunft zu tun? Eine gewisse Grundchipfertigung findet in Europa statt. VW bekommt zum Beispiel jeden Abend ein Flugzeug aus Irland. Ja, in Irland ist eine Chipfertigung. Chips für die Autoindustrie werden sogar in Europa gefertigt. Und jetzt ist es völliger Wahnsinn. Was wollen Sie denn hier in Magdeburg mit 1,5 Nanometer Chips herstellen? Die Sache ist, niemand kann diese Chips produzieren aktuell. Das aktuell leitende Herstellungsverfahren ist 3 Nanometer, was jetzt in den aktuellen Smartphones eingesetzt wird. Und selbst da wissen wir nicht, funktioniert das. Das hier ist noch mit 7 Nanometer gemacht. Und das ist schon eine Kunst gewesen, auf 7 Nanometer runterzugehen.
Jetzt wollen Sie uns hier einen Bären aufbinden, dass das Ganze in Magdeburg jetzt erstmal etwas aufgeschoben ist und gar nicht aufgehoben. Da muss ich nur mal sagen, das wird nichts. Woher sollen denn jetzt die Aufträge und das Geld kommen, damit Intel, sie entlassen jetzt jeden sechsten Mitarbeiter weltweit, also 15.000 Angestellte werden rausgeschmissen, 10 Milliarden Euro wollen sie einsparen dieses Jahr und dann natürlich wollen sie dann in 2 Jahren das machen, ja, es ist hier übrigens, die Chips für die Autoindustrie kommen teilweise dann hier aus Irland, hier steht es nochmal, die Intel-Fabrik, die baut gerade 4-Nanometer-Chips. Und selbst bei den 4-Nanometer-Chips haben wir schon sehr hohe Ausschussraten, muss man sagen. Intel hat richtige Probleme in der Fertigung bekommen. Die aktuellen Produktionslinien von 4-Nanometer-Chips in Irland, die werden genutzt, inzwischen auch, um hier ihr neuestes Produkt vorzustellen, der Intel 4-Chip in 4-Nanometer. Das ist für die jetzt hier das Nonplusultra. Der Ericsson, also Ericsson von Ericsson Handy, Sony Ericsson früher, die bauen jetzt inzwischen Netzwerkrouter und denen hat man jetzt diesen Intel-Chip hier versprochen. Und da kann man mal eins sagen, Leute, ich bin absoluter Gegner für krasse Industriesubventionen, schon gar nicht, wenn wir über Milliarden reden und schon gar nicht, wenn wir über Firmen reden, die wirtschaftlich alles andere als tragfähig sind. Intel hat hausgemachte Probleme und das schon länger. Ihr kennt das ja sicherlich zum Beispiel, dass die ganzen MacBooks umgestellt wurden von Intel auf die Apple Silicon Prozessoren. Und was soll ich euch sagen? Leute, es ist ein himmelweiter Unterschied. Intel hat richtig fertig. Intel hat jahrelang die Entwicklung verschlafen. Sie kommen jetzt mit einzelnen Prozessen außen vor. Ich weiß nicht, ob sie diesen Vorsprung überhaupt jemals wieder aufholen können. Also nur mal zum Vergleich. Ich hatte hier so ein MacBook. Eines noch mit Intel-Chip und dann habe ich mir das erste mit einem Apple M1-Chip gekauft. Halber Stromverbrauch, Leute. Wie kann das denn sein, dass man hier topführender Hersteller ist und dann kommt ein Handyhersteller und sagt, wir bauen mal unseren eigenen Chip und der braucht übrigens halb so viel Strom wie deiner. Seitdem habe ich hier Akkulaufzeiten 18, 20, 22 Stunden. Das ist völliger Wahnsinn, wie ihr das kennt. Aber die Deutschen, sie wollten Intel hier ansiedeln. Ja, ich warte drauf, dass wir dann, keine Ahnung, bald wieder irgendwie anfangen, Lastkähne zu bauen aus Holz ohne Motor oder so, weil die Grünen das so besonders toll finden. Ich kann einfach nur den Kopf schütteln und sagen, gut, dass Intel nicht geht. Im Moment ist es nur auf Eis gelegt. Wird Zeit, dass sie die Bagger abziehen, das Grundstück wieder zurückgeben und dass wir das sein lassen, diesen Schwachsinn. Die ganze Produktion marschiert eh ab. Was sollen wir hier 1,5 Nanometer Chips fertigen, die wir dann mit dem Flugzeug nach China fliegen, um sie in die Smartphones einzubauen? Genau mein Humor, politischer Aktionismus, 10 Milliarden Euro zum Fenster rauswerfen. Leute, das sind 3 Monate Bürgergeld für alle in diesem Land, weil die Leute immer kein Verhältnis dazu haben. Oder das ist 1 Monat Rente bezuschussen. Geht auch. Das ist völliger Wahnsinn, Leute. Wie ist deine Meinung? Wolltest du Intel unbedingt in Magdeburg haben? Ich wette nein. Wolltest du dort arbeiten? Ich wette nein. So wenige Ingenieursstellen, die sie dort gehabt hätten. 1 Million Euro Förderung pro Arbeitsplatz. Das zahlen die Leute auch nicht über ihre Einkommenssteuer. Und da ist kein Win-Win außer für Intel gewesen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal, X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Und damit, ciao.